5, 4, 3, 2, 1. Oh. Hallo, wieder zurück. Meine Herren, was muss ich gerade feststellen? Ich will gerade ausmachen. Oder besser gesagt, noch verräumen. Und da kommen die Kumpels an hier. Das heißt für uns erste Bewährungsprobe. Wie gut hält die Sache hier? Und was können wir dagegen unternehmen? Ist natürlich immer herzerwärmend zu sehen, dass die im Dunkeln kommen, wa? Nun kannst du diese Arschgeigen schon kaum erkennen. Okay, leg mal einen Verband an, sagt er. Ach so, haben wir da. Mensch, sexy. Zack, Verband ist angelegt. Gut. Nee. Ja, wir hätten früher Rallye sein sollen. Gleich als wir die Musik gehört haben. Ah, die haben hier unten schon ganz schön was weggeknuspert. Gut, wenn wir jetzt wissen, dass die sich wirklich nur auf den vorderen Teil beziehen, nee, von hier oben kriegst du nicht. Nee. Wir müssen definitiv runter. Das ist kacke jetzt, weil 23 Uhr. Ich erfriere. Ich erfriere, ich muss hier zugegen, wie die mir die Butze zerballern. Oder was? Kein Holz, kein Holz, kein Holz. Was soll ich tun? Ach, das ist das immer diese Vorbereitung, ja? Die nicht vorhandenen. Thank you.
Krise so nicht. Also da müssen wir in der Verteidigung unbedingt was ändern. Solange wieder dunkel ist, kann ich nichts machen. Und mit dem Fenster hier, das war nicht gut. Was ich noch ja nicht habe, fällt mir gerade mal ein. Ein Bauhammer, wa? Das heißt, ich kann ja nicht hier Bauhammer. Und was brauchen wir? Holz. Ich habe kein Holz. Ist das schön. Kann ich das abreißen? Kann ich auch nicht. Jungs, ich bin schon wieder hilflos. Ich habe mich in eine Lage katapultiert, wo ich nicht sein wollte. Legen Sie einen Verband an. Der ein schönes Ding gefangen nimmt. Steck doch noch mal das Köpfchen raus. Du kleine Zuckermaus. Aha. Haben die sich jetzt aufgelöst oder was? Nö, da ist doch noch einer. Na, na, na. Also die Piker sind schon okay. Würde ich sagen. Ja. Das war Ritter Runkel. Durchschießen die jetzt nicht, oder? Irgendjemand schreit da noch. Speer. Na, genau. Das ist ja auch schon tot. Ja, schauen wir mal. Gut, die Picken haben sie alle weg. Und sind dann an die Fundamente. Jetzt müssen wir kicken natürlich, inwiefern haben sie die Fundamente wirklich inne mit ihm. Alle klar, wir gehen Holz holen, machen uns den Hammer und dann überprüfen wir die Strukturen. Leute, in diesem Sinne.
Sagt schön mit euch, euer Onkel Nopsi. Ja, Freunde, das wollte ich euch hier noch schnell, da wollte ich euch noch kurz mitnehmen. Wir sind hier im Yacht-Dingster-Bumster, wo sind wir? Bei Neptun. Und hier haben wir Tatsache das Glück, hier liegt ein bisschen was frei rum. Frei rum meine ich jetzt hier mit Erze und so, ja. Also ich habe jetzt schon einmal Kupfer, einmal Eisen und guckt hier, hier ist nochmal Kupfer, nochmal Eisen. Ist das ungünstig, dass ich die Taschen voll habe? Aber ich hätte ja nie gedacht, dass das so viel wird. Aber gut. Ja, wir durften uns auch noch einen Hammerhai gönnen. Natürlich lecker, lecker ist. Ich denke ja nicht. Na gut, noch haben wir es. Ich nehm's noch mit. Haut lassen wir hier, das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Okay, ich muss da hinten. Wo, das war irgendwo da hinten, wa? Ne, ne, ne. Ja. Das sind immer die kleinen Puppel, die so oben dann auf dem Berg liegen. So wie da jetzt zum Beispiel. Da ist ein Felsen und da liegt einfach ein Puppel drauf. Der liegt da nicht umsonst. Ja Leute, dann geht das natürlich auch langsam richtig vorwärts. Ich meine, wir müssen bald mit den ersten Angriffen von Leuten erwarten, die schießen werden. Und da möchte ich gerne zurückschießen, wenn es soweit ist. Guck mal, erst da hinten das Eisen noch mitnehmen. Das hatten wir liegen lassen. Jetzt können wir uns um das Kupfer kümmern. Wir haben ja jetzt hier den Scooter, wie ihr seht. Ist ja ganz schön und gut. Aber ich kann mit dem Ding nicht fahren. Also ich kann damit fahren, aber er bringt mir halt nicht, wa? Das ist irgendwie ganz doof. Die Batterie ist leer. Ich habe auch eine neue Batterie getauscht beim Händler. Aber nichts. Will nicht funktionieren. Ich meine, noch brauchen wir ganz viele Zeug und könnten uns daher den Luxus erlauben, versteigte Wände zu bauen. Aber wenn das erstmal losgeht. Im Moment kommen die Angriffe auch alle nur von der Wasserseite. Und demzufolge kommen wir damit noch ganz gut klar. Aber ein bisschen verstärken müssen wir da schon noch was. Thank you.
14% an. Naja, aber das ist hier viel zu tief. Ist, du kannst da hier nicht allzu viel erlauben. Dann sieht eine Kiste. Na gut, einmal haben wir noch. Ah ne, ist keine Kiste, ist ein Auto. Ah, und die Autos sind doof. Diese dicken LKWs und Traktoren, die brauchen ewig lange. Da können wir uns hier in unserer Situation jetzt nicht erlauben. Ein bisschen Luft haben wir noch. In der Kiste, meine ich. Aber ich finde das Loot-System eigentlich recht gut. So, jetzt sagt er uns, wir müssen uns ausruhen. Und dem werden wir mal auch nachkommen. Das heißt auch, wenn das noch so früh am Tag ist und alles ist schick, aber ich habe gemerkt, das bringt nichts, wenn man das bis aufs Letzte ausreizt. Wir setzen Segel, schippern zurück. Machen ein Härchen und dann hole ich euch wieder zu, wenn irgendwas anliegt. In diesem Sinne.